anderen Worten, wir haben uns nach dem griechischen Historiker Polybios gerichtet, das Auge der Geschichte ist die Wahrheit. Und soweit die Geschichte, die Politik Wahrheit vermittelt, ist sie gut, soweit sie nicht die Wahrheit vermittelt, ist sie schlecht. Aber jetzt zu dem Thema. Als ich gebeten wurde, mich in diese Dinge zu verwenden, konnte ich für meine Bonner Mariner Erkenntnisse und Erfahrungen einbringen. Ich muss sagen, was dann durch die Stadt Nürnberg an hauptamtlichem Personal zur Verfügung gestellt wurde, auch was vorhanden war, es war eine hervorragende, sehr sprichliche Zusammenarbeit. Ich kann nur allen, die damals hier maßgeblich verantwortlich waren, meinen herzlichen Dank aussprechen, liebe Frau Lehner, bis zum heutigen Tag. Ich freue mich immer, wenn ich davon höre, weil hier sachliche Arbeit geleistet wird. Es werden nicht nur Fakten vermittelt, sondern es wird auch darüber gesprochen, was die Reichsparteitage verursacht hat, was sie im Sinne Hitlers notwendig machte, wer hier gefeiert hat, wer hier Gast gewesen ist, wer hier Hitler zugejubelt hat. Es waren keineswegs nur Deutsche. Die Ehrentribüne der Diplomatie, des diplomatischen Korps, war voll besetzt. Und es gibt viele Zeitzeugen aus den Jahren 1933, 1939, 1945, die auf Nürnberg hohe Lieder gesungen haben und insbesondere auch auf den Veranstaltungen der Reichsparteitage. Das gehört zur geschichtlichen Wahrheit. Einer, der etwas verschönt die Dinge dargestellt hat, war Albert Stimpeer. Ich will nur sagen, die bisherige Arbeit war sinnvoll, wissenschaftlich begründet, fachlich gut ausgerichtet, entspricht den höchsten Ansprüchen einer denkmalpflegerischen Arbeit und auch einer denkmalswissenschaftlichen Vermittlung der Fakten, die es heute hier geht. Ich freue mich, dass Herr Ulrich als Baureferent mit Engagement sich der Sache annimmt und dass der Oberbürgermeister Dr. Mali in dieser Sache auch in einer Form mitwirkt, dass es mir als Vorsitzender des Kuratoriums immer eine Freude geblieben ist, will ich auch, liebe Frau Lehner, ehrlich gestehen, dass ich im 92. Lebensjahr langsam daran denke, mich aus dieser Verpflichtung zurückzuziehen, aber vorerst macht es mir Spaß. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Schneider, liebe Julia, wir können Ihnen heute, und jetzt sind wir schon bei der Planung,